Nö, ich war nicht tot. Was, ich schon tot? Lol. Sowas passiert mir gar nicht, Digi. Also wenn, dann nur, wenn ich geplant plane zu sterben, ja, so wie vorhin. Um irgendwie mein Implantat zu aktualisieren. Selbst heute, als ich das Drachenei geholt habe, bin ich nicht gestorben. Da sind alle davon ausgegangen, dass das hier in die Hose gehen wird. Und bam! Ich bin da Ninja-Warrior-mäßig reingegangen. Zack, zack, das Ei geholt und wieder weg. Ich würde auch ganz gerne hier noch einen Phönix holen, ne? Aber da muss ich warten, bis das Wärmeding kommt und dann muss ich den finden. Das wird ja auch nochmal eine Sache, ne? Den zu finden da. Also meine Erfahrung in dem Spiel beläuft sich auf eine Stunde des Dauersterbens. Ja, dann kann ich dir nur empfehlen, zuzugucken. Bei mir siehst du, wie man das Spiel richtig spielt. Gibt's Thylakoleus? Mann, ich will doch einfach nur in Ruhe ein bisschen die Sachen hier abfarmen. Ich muss mir gleich einfach eine Rüstung dafür anziehen. Ich habe ja gedacht, gut, wenn du auf dem Drachen bist, kannst du ja hier in Ruhe ein bisschen farmen. Aber anscheinend ist das ja nicht möglich. Ich weiß nicht, wo ich die Ölpumpe heute Morgen positioniert habe, die andere. Weiß das jemand zufällig noch? Ich habe heute Morgen eine Ölpumpe positioniert. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich die hingestellt hatte, bei welchem Berg. Ich habe zuerst gedacht, es war hier an der Klippe, aber ist es nicht gewesen. So, darf ich jetzt weiter Eisen abbauen? Danke.
meine, das war da hinten, je nachdem sogar. Wir fliegen da mal rüber. Welchen Multiplier hast du für Ressourcen drinne? Mal 1. Wie lange dauert Farmen mal 1? Boah, es kommt drauf an, womit du farmst, ne? Wenn ich jetzt mit einem Ankylo das Ganze machen würde, mit einem gezüchteten, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich schon in der Zeit 15.000 Metall. Aber ich habe halt noch keinen gezüchtet. Vielleicht hole ich mir von The Island auch einen rüber. Das kommt jetzt drauf an, wie ich hier Gas geben will mit der Basis. Vielmehr interessiert mich jetzt gerade, wo ich das Ölding positioniert hatte heute Morgen, weil da sind jetzt bestimmt schon ein paar hundert Öl bis 1000 drinne. Da. Das ist der von heute Morgen. Perfekt dran gedacht, der G. ...220, Alter, ist das wenig. Also ich habe echt mit deutlich mehr gerechnet. Das ist doch lächerlich. Ich glaube, die S-Plus-Ölpumpen, die produzieren schneller und besser, ne? Moin, Colin Play. Ich weiß nicht, ob es irgendwo Ölsteine gab, die man abbauen konnte und Öl rausbekommen hat. Aber ich meine, die gab es hier auf der Karte nicht. Du musstest das wirklich über die Pumpen regeln. Ich muss halt wirklich jetzt nur ein einziges Mal dahin kommen. ...70 da und wir brauchen Spark Powder. Da sind auch keine Metallbarren drin. Das ist natürlich doof.
So, warte mal, den kann ich auch wieder reinholen, ne? Oh, der hat aber auch nochmal ordentlich Stuff hier drin, ne? So. Ist ein Magmasaurus oder ein Ankylo besser zum Metallfarmen? Ich glaube, der Magmasaurus ist an der Stelle einfach effizienter, weil der schmilzt die ja, glaube ich, direkt ein, die Metallerze. Da kriegst du ja direkt Barren raus. Aber am Ende des Tages kommt es sowieso drauf an, wie du ja farmst, ne? Bei mir auf dem Server, wie jetzt persönlich, für mich würde es eher Sinn machen, mit einem Ankylo zu farmen. Einfach aus dem Grund, ich kann ihn mit dem Argentavis grabben und mit dem Solo-Ankfarm-Mod kann ich farmen. Und bin schneller unterwegs. Und ich glaube, ein Magmasaurus hat nicht dieses Tempo, was du mit einem Ankylo plus Argentavis hättest. Hm. Also wir müssen auf jeden Fall auch eine Industrial Forge machen. Bam. Bam, bam. Wir brauchen noch 60 Metallbarren. Habe ich nicht Seide? Doch, habe ich doch hier. Wie war das eigentlich mit dem Phönix? Wenn die Hitzewelle kommt, dann muss ich den suchen, ne? Oder fliegt der nicht jetzt sogar schon teilweise rum? Nee. Normalerweise hat er doch jetzt so einen Aschehaufen, oder? Wenn keine Hitzewelle ist. So, jetzt wird hier auf jeden Fall erstmal schön weiter das produziert. Gee, hast schon mal einen Phönix getamed? Ich hatte damals in dem Projekt mit Trimax, Rumatra, Spark und so einen, den wollte ich tamen, aber der war verbuggt, das ging dann nicht. Aber das ist relativ easy, du musst einfach einen Drachen haben und machst dann hier mit dem Feuerdrachen die ganze Zeit mit Rechtsklick den Feueratem auf den, dann kannst du den sehr schnell zähmen mit.
So. Dann können wir die schon mal wieder verbauen. Ich habe auch schon genau einen Plan, wie ich das hier machen will. Wenn ich hier diese ganze Fläche habe, dann werde ich hier mein Lager hinbauen, werde alles nach und nach rüberräumen und dann kann ich das Ganze nämlich hier abreißen und hier weiterbauen. Ich würde ganz gerne mal testen, wie das ist. Kriege ich mit dem auch Kaktussaft raus? Ja, mit C. Ich bin zufrieden. 20.000? Also, das geht so schnell mit dem Farm. Da muss ich mir gar keine Sorgen machen wegen Kaktussaft. Ja, schauen, dass ich den Sandfarm beschleunige. Terry ist eine absolute Farmmaschine, ne?
Kinley. Also ich habe gestern auf Scorched Earth angefangen im Livestream. Das Video, was du heute gesehen hast, habe ich gestern aufgenommen. Ich bin aber eigentlich schon fertig auf Scorched Earth. Ich habe heute schon den Boss besiegt. Aber das kommt noch alles auf YouTube. Also wenn man es verpasst hat, halb so wild, kann man alles nachträglich schauen. Pascal, Abend, alles gut? ...32 Ingots brauchen wir noch, Leute. Hm.